Wir sind am Fuße des Schlossberges hier in Pfalzberg und ich habe das Glück, mit einer ganz berühmten Sängerin, einheimische Sängerin, unsere Nathalie Holzner, hier bei mir zu haben im Gespräch. Ne? Und es geht ja um sehr viel am 30. Mai, und genau. Das ist nicht mehr allzu lange her, und zwar um den Grand Prix der Volksmusik. Genau, die Vorstellung zum Grand Prix der Volksmusik in Österreich. Wunderbar, aber bevor wir zum Titel kommen, hätte ich schon noch eine Frage, und zwar, was machst du für Ausbildung zurzeit? Ich gehe noch zur Schule. Ich gehe aufs Musikgymnasium in Graz, in die Dreihackengasse, und nebenbei aufs Konservatorium. Also ich spiele ja auch Instrumente, ich spiele Geige, Klavier, ich spiele auch Gitarre. Aber am liebsten singe ich halt. Und ja, ich habe noch zwei Jahre bis zur Matura, und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Nein, ich bin zum dritten Mal dabei, also in der Vorausscheidung. Es geht ja bei der Vorausscheidung jetzt, dass man ins internationale Finale kommt. Und da probiere ich halt, dass ich relativ viele Leute schon im Vorfeld dafür begeistern kann, für mich anzurufen, weil das ein großer Traum ist. Das ist ja ganz wichtig, ja. Natürlich, ja. Meine Damen und Herren, das Voten natürlich, und den ganzen Bezirk natürlich für unsere Teilnehmerin. Ich glaube, ganz wichtig ist natürlich auch ein richtiger Background, und das sind ja deine Eltern. Genau, also meine Familie, alle von meiner Familie, nicht nur meine Eltern, auch meine Schwestern, meine Oma, mein Opa, die stehen alle so hinter mir. Ohne die wäre das gar nicht möglich, muss ich echt sagen. Ja, Nathalie, wenn man so sieht, den heiligen Josef, glaubst du, dass er dir Glück bringen könnte beim Grand Prix? Glück bringen in dem Sinn weiß ich nicht. Ich hoffe es, dass Gott mich unterstützt. Ja. Ja. Wir alle werden dich unterstützen. Ja, das ist das Wichtigste. Diesen Titel hat Dagmar Obernösterer geschrieben. Die schreibt für viele renommierte Stars der Volksmusik, Nockheim Quintett und keine Ahnung, wer noch. Ja, bekannt in dieser Szene. Sie ist auf jeden Fall bekannt in dieser Szene. Und der Titel heißt? Alles fürs Herz. Ja, und die Nathalie ist unterwegs Richtung Burg, denn sie bereitet sich vor auf den Titel, dass sie ihn sehen und hören können, und zwar den Grand Prix-Titel Alles fürs Herz. Das Glück will halt alles von mir.
Ja, Nathalie, vielleicht gibt es doch ein Voting vom lieben Gott, ne? Schickt ein SMS. Wir wünschen es der Nathalie und vor allem alles Gute und dass sie das Finale schafft am 30. Mai in Wien. Und das vergisst man nie.